Ja, servus liebe Freunde und willkommen zum 3000 Abonnenten Spezial. Ich weiß gar nicht, wo wir aktuell sind, wir haben sie schon überschritten. Ist letzte Woche schon mal irgendwann gewesen. Irgendwie so. Jedenfalls herzlich willkommen. Ja, viele haben sich gewünscht, ich soll mein Auto zeigen. Einige haben gesagt, der Mähdrescher. Was aber sehr, sehr häufig kam, ist der Radlader. Also, unser gutes Stück in der Halle hier. Der hier. Ja, und da habe ich mir gedacht, den stelle ich euch vor. Aber eins gleich vorweg. Ich habe ursprünglich einmal gesagt, ich mache eigentlich ein 500, ein 1000, ein 2500, ein 5000 und ein 10.000er Abo-Spezial. Das Ganze habe ich ja eh schon ein bisschen gestreckt, möchte ich sagen. Wie war das? Ein 500er habe ich glaube ich gar nicht gemacht, das ist das 1000er geworden. Und dann ist 1500er der KL300 und das 2000er war der IHC. Ja, irgendwie alles ein bisschen durcheinander gekommen, aber es macht ja nichts. Deswegen, ich sage es jetzt gleich vorweg. Jetzt zu den 3000 Abos gibt es den Radlader und das nächste kommt dann definitiv erst bei 5000. Und nachdem das höchstwahrscheinlich, also ich weiß ja nicht wie es ausschaut, aber nach aktueller Lage wohl irgendwann im Winter sein wird, wird es wohl kaum der Mähdrescher werden. Dann könnte ich entweder mein Auto vorstellen. Auweia. Oder natürlich, wenn er denn bis dorthin fertig ist, mal den Kramer, den KA15, K15, Kramer KA15 oder wie auch immer. Ja, das gleich vorweg. Aber heute auf jeden Fall den Radlader. Ja, der Radlader. Was ist das für ein Typ? Er ist grün lackiert, glasgrün lackiert, überall Glasaufdruck drauf. Ist das ein Glas? Nein, selbstverständlich nicht. Den haben wir ursprünglich gekriegt, der war orange und schwarz lackiert. Ja, Bilder gibt es zu sehen auf meinem Kanal, ziemlich am Anfang. Da habe ich auch mal so ein Bilderstrecker-Video erstellt. Restauration Atlas AR50. So hieß es, glaube ich. Ich kann es ja mal unten in die Videobeschreibung verlinken, wenn ich dran denke. Memo an mich selbst. Ja, ich habe es gerade gesagt. Atlas AR50. Wir haben da zum Beispiel die Ersatzteilliste zu dem Lader. Tja. Der hat den Deutz-Motor verbaut, den F2L 912. Mit, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, eigentlich 30 oder 32 PS. Gute Frage, wie viel hast du denn? Ja, genau, 30 PS. So ist er angegeben. Ja, und wie hat der Radlader ursprünglich mal ausgesehen, als er verkauft worden ist, als er gebaut worden ist? Ja, ursprünglich sah der mal so aus. Kein Dach, kein nichts drauf. Fahrersitz ist ein bisschen nach außen versetzt, weil hier hinten der Motor sitzt. Zeige ich euch aber noch am Lade. Waren normalerweise orange lackiert und die Kotflügel schwarz. Wie wir ihn gekriegt haben, war das quasi nur das Chassis. Die vier Reifen drauf, die Kotflügel und alle Teile in Gitterboxen. Der ganze Schaufel, die ganze Schaufelschwinge, die Schaufel und alles in Gitterboxen und daneben reingeschmissen. Ja, wir haben ihn als Bausatz gekriegt. An Radlader hast du nicht erkannt, die ersten Reifen waren noch drauf, also genau die, wie sie hier zu sehen sind. Dieses eingeschnittene Profil. Ja, den gab es ursprünglich auch mal in der Ausführung mit einer Vollkabine. Sieht man hier zum Beispiel. Die hatten wir auch nicht, oder die hatte der jetzt nicht, den hätte man so bestellen können. Und es gab eine mit der Variante mit einem Heckbagger hinten dran. Die Aufnahme für den Heckbagger, die ist bei uns vorhanden. Den Heckbagger selber haben wir nicht. Den hatte aber auch der Betrieb, der den vorher hatte, nicht. Ja, technische Daten, was gibt es zu sagen? Ich weiß jetzt gar nicht das Baujahr. Ich glaube 1975, müsste ich jetzt wieder auf den Lade gucken. Die technischen Daten sind eigentlich uninteressant. Ja, da hätten wir jetzt nochmal den Heckbagger. So schaut das Ding eigentlich aus. Der wird hinten einfach eingehängt. Der Anbaurahmen da ist bei uns vorhanden.
Und der hätte normalerweise Stützen hinten dann. Ja, wie gesagt, wir haben den. Das ist eigentlich ein Radlader, der auch als Baggerlader fungieren könnte. Haben wir aber nicht. Wir haben den gekriegt, das seht ihr, wie gesagt, in diesem Restaurationsvideo, in dem Zustand. Und damals ist die Farbfrage rumgegangen bei uns. Was machst du? Kramerfarben. Weidemannfarben. Nee, war alles nicht so. Das Weidemannrot wollten wir nicht. Das Hoflade. Ist aber kein Hoflade, keine Baumaschinenvermietung. Kramerfarben wollten wir aber auch nicht. Also den gelben Farbton, das war erst in der engeren Auswahl, aber dann hat man gesagt, auch nicht. Dann habe ich noch gesagt, Kramerfarben wie die Schlepper. Das wollten sie aber auch nicht haben. Also da waren sie auch nicht begeistert. Ich meine, die gibt es ja, die neuen Radlader. Ja, und dann, nachdem mein Bruder und ich Glasfans sind, ja, das war auch zur Auswahl gestanden. Dann haben wir gesagt, dann haben wir doch Glasfarben. Schaut doch gut aus. Ja, und so präsentiert er sich jetzt. So schaut er im Ganzen aus. Das ist der Lader. Atlas AR50. Baujahr. Steht gar nicht drauf. Ich glaube doch 1975. Das ist das da oben, die 5. Die vorderen Zahlen sind schon drin. Kotflügel in grün lackiert. Mit ein paar Spielereien, die ergänzt worden sind bei dem Lader. Also hydrauliktechnisch, der hatte ja vorne nur die feste Schaufel dran. Also diese Schaufel, die hier steht, war bei dem Lader fest installiert und konnte nicht abgenommen werden. Die war ja mit Bolzen gesichert. Ja, und wir wollten den ja aber etwas universeller haben. Und der Zettelmeier und der ZL 2000, den wir vorher hatten, der hatte auch nur die feste Schaufel. Und wir wollten was Funktionelleres. Darum hat mein Vater dann den Eurorahmen rangebaut, Schnellwechselsystem, manuell betätigt, weil der Bruder das elektrische bzw. hydraulische nicht wollte. Ja, jetzt muss man halt absteigen zum Schaufelwechseln. War nicht schlimm. Es geht auch, wobei man manchmal schon denkt, Knöpfe drücken wäre schön. Ja, wie gesagt, Eurorahmen, was haben wir an Anbaugeräte, die Palettengabel oder die Mulde da mit diesem Adapterrahmen und einen Holzgreifer habt ihr schon in Aktion gesehen. Den Hubmast drüben habt ihr schon gesehen, aber nicht in Aktion. Stimmt, fehlt, kommt irgendwann einmal. Ja, das sind halt alles so Dinge. Die Schaufel ist wie gesagt mit dem Schnellwechselrahmen verbunden. Übrigens, Belastungsprobleme gibt es überhaupt nicht. Wir können ganz normal Steine, Dreck, Schmutz, Mist, ach, weiß der Teufel, alles laden, ohne große Probleme. Also hier nicht, dass jemand denkt, oh Gott, die Schaufel mit den komischen Adaptern hier, die reißt doch gleich weg. Bislang überhaupt nichts. Von der Festigkeit her bombenfestes Ding. Sitzt wie original. Du zwingst mit dem Eurorahmen da vorne den Radlader quasi in die Knie. Du kannst auf die Palettengabel da der Steine aufgabeln. Und Paletten zum Beispiel fahren. Also bevor der Radlader vorne der Rahmen da der bricht, ist es definitiv so, hebt hinten den Arsch vom Lader hoch. Und das hatten wir schon ein paar Mal. Also wie gesagt, das geht alles. Ja, zu den ganzen Anbaugeräten. Natürlich ging das dann mit dem Greifer zum Beispiel nicht mehr. Du konntest den nicht nur an den Eurorahmen ranhängen und dann so per WLAN quasi Steuerung vorne. Nein, das ist von Anfang an geplant worden. Wir haben dann mehr Hydraulikleitungen verbaut, die haben auch Steuergeräte noch zusätzlich verbaut. Und wo hier eigentlich ursprünglich mal ein Loch in der Schaufelschwinge drin war, laufen jetzt dann jeweils zwei Leitungen runter. Die eine mit Absperrhahn. Da können wir auf die eine können wir den Hubmast stecken und vier Stück brauchst du zum Beispiel, wenn du den Greifer dran hast. Einmal für den Rotator und einmal für die Greifzange auf und zu. Ja, und wie kannst du das Ganze steuern? Wir haben hier oben einen anderen Knopf verbaut. Man hört schon,
schaltet elektrisch. Ja, wie gesagt, also die Hydraulik, die funktioniert elektrisch. Ich kann die Steuergeräte ansteuern, drücken. Halt, Moment. Dann habe ich hoch und runter quasi eine andere Funktion. Und nach hinten steuere ich auf die anderen Anschlüsse, also zum Beispiel vorderen Knopf drücken und Greifzange auf, Greifzange zu, hinteren Knopf drücken, Rotator links oder Rotator rechts. So funktioniert die Sache im Endeffekt. Nichts Besonderes. Ja, ich bin jetzt nochmal mit dem Lader zum Misthaufenrinder gefahren. Habt ihr jetzt bestimmt gemerkt. Er steht ja in der Halle und jetzt hier hinten. Zu dem manuellen Werkzeugverriegelung. Wir haben hier den Hebel dran. Zum Auslösen. Rüber und rein. Jetzt ist die Schaufel verriegelt, kann nicht weg. Zum wieder öffnen ziehe ich ihn hier rüber und raste mit dem Blechle einfach hier außen ein. Da kann er nicht weg. Ja, ich habe mir gedacht, das passt sich jetzt ganz gut. Schnappe ich mir den Radlader, fahre hier runter. Und ihr wollt ja immer ein wenig Action sehen. Ich habe den Misthaufen zusammenzuschieben, dass ich noch ein bisschen was herbringe, bevor ich jetzt gar Mist fahre. Und ja, das dürft ihr jetzt auf Kamera mal mit angucken.
ja, den Haufen schneller mal ein wenig aufgeschoben, dass ich hier vorne mit der Lore noch einmal ein paar Mal abkippen kann. Weil die Lore, wenn man abkippt und fährt ein Stückchen vor, das liegt ja dann doch immer weiter vorne. Beim nächsten Mal wieder weiter vorne und wieder weiter vorne und irgendwann vorne auf dem Weg. Deswegen schiebe ich das normalerweise immer ein bisschen zusammen. Wie gesagt, die Tage soll es dann eher mal rausgestreut werden. Raus auf den Acker und auf die Wiese. Und ja, dann ist der Haufen sowieso weg. Ja, der Lader, wie gesagt, Zweizylinder, das ist der Deutz Motor mit 30 PS, nichts Besonderes. Schaufelvolumen, 1,5-2 Kubikmeter oder was das glaube ich sind. Der Zettelmeier damals hatte glaube ich 3,5 Kubikmeter sogar, mit der langen Schneide 4,5 Kubikmeter. Ein bisschen größer wie das natürlich, klar, aber zu unseren Zwecke. Ja, Bereifung, BKT-Reifen sind drauf, in der Größe 10,5, 80, 18 und das viermal. Wir haben uns für Ackerstollen entschieden, der Lader, der soll doch ein wenig Mist schieben und Dreck fahren und. Da bieten sich die Reifen an. Klar, Allradlader, permanenter Allrad. Die fahren sich natürlich mit der Zeit ab. Die sind immer die neuesten mittlerweile. Wir haben den jetzt schon eine ganze Zeit lang. Ich weiß gar nicht, wann haben wir den gekauft? 2014 gekauft. 2015 war er dann am Anfang im Einsatz. Die Reifen sind jetzt 3 Jahre. Klar, du siehst denen schon ein bisschen Gebrauchsspuren an, aber es ist einfach so, gehört dazu. Ja, wir haben dann bei dem Lader natürlich noch ein Dach hier nachgerüstet auf dem Anbaurahmen vom Bagger. Das ist dieser Rahmen hier. Da sitzt normal der Heckbagger. Wir haben den Rahmen genommen und haben ein Dach drauf gebaut. Das ist ein kompletter Eigenbau. Die Plane haben wir bei einem Unternehmen in Küps anfertigen lassen. Passend auf den Rahmen zugeschnitten. Ja, man hat von oben ein wenig an Schutz, wenn man was arbeitet und es fällt was runter, zum Beispiel Bäume ausschneiden und. Man wird wenigstens nicht getroffen, die Streben sind gescheit verschweißt. Also da kann schon mal größeres drum auch runterfallen, ohne dass man gleich K.O. geht. Vorher ohne sah er halt ein wenig nackt aus. Wir hatten letztens mal das Dach unten, habe ich leider vergessen zu filmen. Aber es ist ein komisches Gefühl, wenn du dann drauf sitzt und du hast gar nichts mehr über den Kopf. Weil dann ist halt wirklich der höchste Punkt vom Lader der Schalthebel. Und das ist schon eigenartig. Ja, wie gesagt, wir haben dann an dem Dach natürlich, das hat mein Bruder gemacht, Lichter nachgerüstet. Arbeitsscheinwerfer, 2 vorne, 2 hinten. Das sind LED. War nochmal recht günstig, die hat er irgendwo aufgetrieben. Ja, die Dummien weg, die machen Licht. Der hat dann normal nur die 2 Arbeitsscheinwerfer hier, mit denen siehst du natürlich nicht die Welt. Ja. Da ist der Motor. Sieht man nicht viel, um die Motorklappe aufzumachen, müsste ich jetzt hier aufmachen, die Klappe. Den Sitz nach da drüben wegklappen und dann könnte ich die Motorklappe aufmachen. So viel zum Laden. Wie gesagt, Kraft ohne Ende normalerweise. Als Sitz ist ein einfacher Staplersitz drauf, der tut seinen Zweck. Da haben wir einen Ein-Ausschalter für die Zigarettenanzünderdose. Da steckt im Winter immer eine Sitzheizung drin, dann ist es wenigstens am Arsch nicht so kalt. Ja, und so tut er seinen Zweck. Auf dem Lader selber. Was gibt es da viel zu sehen? Wir haben hier Betriebsstundenzähler. Ich habe hier den Blinker. Das ist der Anlasserknopf. Hier kann ich das Licht vorne einschalten. Hier neben habe ich die Möglichkeiten mit den Arbeitsscheinwerfer. Und da ist die Hupe. Ja, hier ist es hier nicht. Am Dach selber ist dann eine eigens gebaute Konstruktion, ein Radio. Hier steht es ja dann.
Radio ausschalten, einschalten und Rundumleuchte. Die Rundumleuchte ist ein LED-Blitzer, sieht man hier. Die kann bei Bedarf hochgeklappt werden. Wir brauchen sie immer zum Bäume ausschneiden draußen an der Straße. Und ja, die tut jetzt weg. Ist aber auch ab und an mal kaputt, ist nicht die teuerste. Aber für uns reicht sie. Ja, Tank, 40 Liter Tank. Momentan sogar recht voll. Die Schaltung. Jetzt steht er auf Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. Vier Gänge haben wir, vier vorwärts, aber nur drei Rückwärtsgänge. Zur maximalen Hubhöhe, was schafft das Ding? Dass ihr das einfach mal seht, so im Größenvergleich. Bis da hoch komme ich. Die Schaufelspitze liegt jetzt hier auf knapp 4 Meter. Ja, es reicht für unsere Zwecke. Wir haben da vorne dann daheim noch den Hubmast zum Bäume ausschneiden, wie gesagt. Der passt auf den Eurorahmen da drauf. Der Hubmast hat nochmal 5 Meter Hubhöhe. Also kommen wir bis auf 9 Meter Höhe hoch. Ja. Schon schöne Höhe, da ist ein Gitterkorb vorne drauf. Da steht dann immer einer mit der Astschere drin, mit dem Stromaggregat. Alles fest verschraubt, mit Sicherungsseil. Wird schon leicht windig, wird schon leicht wackelig da oben. Und du musst dich als Arbeiter da oben drin definitiv auf den Fahrer unten verlassen, der wenn Blödsinn macht. Und beim Hubmast hast du doch einen recht langen Hebel dann mit 5 Meter. Wenn der hier ein bisschen rankommt, die Schaufel ist entlastet, die arbeitet zwar auch auf Druck, aber wenn du den Hebel hier so ein bisschen ziehst, der fällt auch durchs Eigengewicht ab. Und der Hubmast hat recht Übergewicht an. Da wird es da oben schwammelig, also da musst du schon wissen, was du tust. Wir haben da zwar einen Sperrmechanismus drin, dass nichts passiert. Aber ich sag auch, derjenige, der oben drin steht, das ist immer Spaß. Musst schon aufpassen. Auf dein Fahrer musst du dich immer verlassen. Ja. So viel zum Laden. Wie gesagt, ich kann hier entriegeln. So funktioniert es. Wir fahren jetzt mal heim mit dem Ding. Und dann wird aufgeräumt. Ja, was gibt es groß vorzustellen an dem Ding? Ist wie gesagt der Atlas AR50, Baujahr 75, 30 PS Leistung. Mehr gibt es, wie gesagt, zu dem Lader eigentlich nicht zu sagen. Klein, kompakt, vielseitig. Wir haben einige Neider darum. Viele sagen, man, so Dinge hätte ich auch gerne. Da gibt es schon einige, auch aus dem Bekanntenkreis hier direkt. Ist wie gesagt ein ganz feines Ding. Macht richtig Spaß damit zu arbeiten. Richtig genial. Ja, wie gesagt, klein und kompakt. Ein Hoflader ist er nicht, es ist ein Radlader. Er ist für die Landwirtschaft und für die Baumaschinenvermietung für uns gedacht. Er wird für allerlei Aufgaben eingesetzt und ist unverzichtbar. Ist einfach genial, das Teil. Ich sag's ja immer wieder, einfach spitzenmäßig. Ja, falls die Frage aufkommt, der Hebel hinten dran, für was ist der? Dieser Hebel ist zum Umschalten, wenn man Heckbagger dran hat, dass ich auf dieses Steuergerät hier Druck kriege. Wir haben den Heckbagger nicht, deswegen steht er immer auf Aus. Ja. Wie gesagt, nichts Besonderes. Hier hinten hat er dann noch einen kleinen Werkzeugkasten drin. Immer ein Seil drin, ein Stativ aktuell. Ja, und wie gesagt, wir wollten es halt so, dass er in Glasfarben lackiert ist. Mit dem Glasaufdruck drauf, mit dem Glaslogo. Ist einfach, wir sind Fans davon. Klar, jetzt gibt es wahrscheinlich einige, die sagen, das fällt mir nicht, ist doch scheiße, lackiert ihn um oder was. Ich sag's wie es ist. Mir gefällt er, wie er ist. Mir macht Spaß damit zu arbeiten. Ich finde es mal was anderes, hat nicht jeder. Wenn ich überlege, Glas hatte mal einen Radlader, ganz früher Ranger oder wie der glaube ich hieß.
Der war mit relativ viel Weiß. Wir haben jetzt da ein wenig so ein exotisches Ding. Wir haben damals sogar Bilder an Klaas geschickt, also die waren voll begeistert davon, wie sie es gesehen haben. Was die Fans denn für verrückte Sachen machen. Ja, so ist es halt. Ja, jetzt fahren wir mal heim. Und dazu geht's in die Cap View. Zu unserem Radlader. Das letzte, was du jetzt gesehen hast, ist das Abstelle. Der wird einfach nach oben gezogen. Das Ding hat natürlich Handgas, ganz normal die Handbremse, ja, Bremsflüssigkeitsbehälter, hydraulische Bremse. Mehr ist es nicht. Wie gesagt, klein, kompakt, handlich, vielseitig. Der vielseitigste von allen Radladern, die wir bislang hatten. Wir hatten schon viele. Hanomag B6, B8, B11. Zettelmeier ZL2000, dann an Hanomag MF hatten wir mal schon einiges durch, aber das ist wie gesagt die vielseitigste Maschine überhaupt. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, als Abonnentenspezial war das tauglich. Wie gesagt, nicht so umfangreich,
was gibt's viel zu sagen? Ist halt Radlade. Ja, ich meine, ich könnte jetzt die ganzen technischen Daten noch aufrufen und, aber da könnt ihr auch nichts damit anfangen im Endeffekt. Wie gesagt, 30 PS, das ist eigentlich so das Gängigste, was die meisten Leute wissen wollen. Und mir gibt es da eigentlich nicht dazu zu sagen. Ja, da habt ihr nochmal von vorne. Ich finde da einfach genial. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Und bis ganz normal zum Dienstagsvlog. Bis dahin, eine schöne Zeit. Servus.